Hallihallo und willkommen zurück zum Lambda-Kalkül. Ja, wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir hatten hier einen Typkontext gegeben, dieses komische Zeichen da. Sieht eigentlich aus wie ein Gamma. Und unter diesem Typkontext wollen wir jetzt beweisen, dass wir hier diesen Ausdruck Lambda x.x0 als Integer nach Bool instanziieren können. Genau, was wir dazu brauchen, also ist jetzt dieser frege'sche Schlussstrich, so heißt das Ding. Das ist einfach ein Strich. Und was oben drüber steht, sind quasi die Bedingungen, die gelten müssen für das, was unten drunter steht. Also wenn ich jetzt hier diesen Schlussstrich ziehe, sage ich hier, es muss quasi Voraussetzung 1 gelten. Und dann Voraussetzung 2 und so weiter und so fort, damit der Ausdruck hier unten drunter wahr werden kann. Also ihr seht, wir arbeiten hier eigentlich von unten nach oben. Wir haben hier das, was rauskommt zuerst und das, was ja tatsächlich dann die Voraussetzungen sind, wollen wir eigentlich rausfinden in unserem Fall jetzt. Also wenn wir prüfen, ob das möglich ist, dass der Ausdruck hier unten dieser Typ hier sein kann. Ja, genau. Und was wir jetzt dazu machen wollen, ist Folgendes. Wir sagen zunächst einmal, okay, wir haben hier eine sogenannte, eine Abstraktion heißt das Ganze. Deswegen schreibe ich hier mal hin, Abstraktion. Das bedeutet, wir haben für Lambda x Punkt irgendeinen ausdruckenden Typ gegeben, der hier auf der Seite steht. Also ein Typ, in dem Fall int nach bool nach bool. Und was wir dann machen, ist Folgendes. Wir brauchen einen relativ breiten Strich. Und wobei, eigentlich brauchen wir gar keinen so schlimm. Und sagen Folgendes. Jetzt muss ich gerade kurz die ASCII-Codes wiederholen. So, wir nehmen unseren Typ-Kontext, den wir hier haben. Achso, den sollte ich hier oben vielleicht noch ergänzen, dass da nicht wieder was drin steht. Also aktuell ist da einfach nichts drin. Wie gesagt, ihr könnt euch den einfach als Lookup-Tabelle vorstellen. Da wird dann einfach reingeguckt, was da so passiert und dann geht's weiter. So, und fügen in unserem Fall x hinzu, also die Variable, die hier von unserem Lambda-Term genommen wird. Die Variable hinter dem Lambda-Term, die fügen wir jetzt zu unserem Typkontext hinzu. Sagen Komma x, das bedeutet, wir fügen sie hinzu. Und diese Variable muss vom Typ sein. Ich zeig's euch. Wir haben hier den Typ int nach bool genommen. Das heißt, unsere Variable x muss vom Typ her das linke sein. Also der komplette linke Teil vor dem Pfeil quasi. Also das, was wir hier erwarten für das x. Okay, das heißt, wir sagen logischerweise, der linke Teil ist int nach bool, das ist immer gleich eigentlich. Also es gibt vier Regeln und Abstraktion ist halt eine davon. Und das ist einfach immer genau dasselbe Schema, sage ich jetzt mal. Da müsst ihr einfach bloß das Schema immer wieder anwenden und irgendwann kommt ihr dann halt drauf. Okay, also x ist vom Typ int nach bool. So, und jetzt kriegen wir diesen anderen komischen Pfeil da wieder hin, nachdem ich wieder gucken muss. Hier ist er. So. Und dann sagt man, okay, der rechte Teil, also der ganze Term hier, also das hier, muss dann vom Typ Tau 2 sein, also vom Typ Bool hier, also von dem Teil hier hinten. Gut, das heißt, man will hier sagen, okay, x, wenn die 0 drauf angewendet wird, muss vom Typ Bool sein. Ah ja, da sollte noch der Doppelpunkt hin. So, was ja auch irgendwie Sinn macht, wenn ich in eine Funktion, also die Funktion nimmt einen Integer und gibt einen Bool zurück, sozusagen. Und wenn ich einen Integer reinstecke, dann erwarte ich ja auch eigentlich, dass ein Boolean rauskommt. Denn hier haben wir 0 als Integer und da muss ja auch der Boolean rauskommen. Würde ich ja auch so erwarten, wenn ich das implementiere, nicht wahr? Gut, das wäre die erste Regel. Also der
der linke Teil hier, also der Lambda-Ausdruck, was hier gebunden wird, diese Lambda-gebundene Variable, sage ich jetzt mal, also wirklich nur diese x-Variable, was jetzt hier steht, kann natürlich auch noch ein anderer Lambda-Term sein und dann noch irgendwas anderes da. Das alles kommt auf die rechte Seite, also ab dem Punkt auf die rechte Seite, vor dem Punkt die Lambda-gebundene Variable auf die linke Seite. Und genauso macht man das dann hier eben mit dieser Funktion. Die kommt auf die linke Seite hierher. Und das, was rechts steht, Achtung, da ist natürlich die Klammerung wichtig. Wenn nicht geklammert ist, das zeige ich euch gerade noch kurz, solltet ihr eigentlich wissen, aber ist nicht so, vielleicht ist es untergegangen. Wenn jetzt nicht geklammert wäre, dann wäre implizit eine Klammer hier drum. Die könnt ihr euch dann denken und die könnt ihr dann auch benutzen. Denn dann haben wir hier auf der Seite Bool nach Bool und hier haben wir nur den Typ Integer, was natürlich Schwachsinn wäre. Denn wenn ich in eine Funktion was reinstecke und ich erwarte eine Funktion zurück, ist das ein bisschen schwieriger. Vielleicht wäre es auch möglich, ich weiß es nicht sicher. Gut, okay, das ist die Funktionsabstraktion. Ja, nächstes Mal machen wir dann weiter. Und ja, bis dann. Und ich hoffe, ihr habt es verstanden. Okay, bis dann. Ciao, ciao.